Runde, über die Viertelmeile immer großartige Athletinnen und Athleten haben. Das werden wir nachher bei den Männern auch noch sehen. Bei den Frauen ist das auch so. Das ist so ein Gen, das in den Briten irgendwie drin liegt. Die 400 Meter, dieser Kampf auf den letzten 100 Metern, da hat schon Abhandlungen gegeben von Läufern, die dann gesagt haben, man hat so den Eindruck, man läuft dagegen oder auf eine Wand zu und muss sich durch diese Wand durchbeißen bis ins Ziel. Rosolova ist dabei, die Titelverteidigerin, liebe Zuschauer, die vor 2 Jahren vor Olesha Krasnomovets und Xenia Zadorina vor 2 Russinnen gewann. Rosolova, auch natürlich eine erstklassige Hürdenläuferin zusammen mit Susanna Hajnova. Auch das ist so eine Paradedisziplin der tschechischen Leichtathletik, die 400 Meter Hürden der Frauen. Und jetzt, natürlich gibt es keine Hürden in der Halle, das ist schon klar. Deshalb eben.